können wir streichen. Der Fleischer hat keine fertigen Puten mehr. Deine Mutter hätte nicht im Traum daran gedacht, eine fertige Pute zu kaufen. Das ist unvereinbar mit der Weihnachtstradition. Darüber habe ich bis heute nicht nachdenken müssen. Unsere Mutter hatte die Feiertage fest unter Kontrolle. Heute erkenne ich das hoch an. Ich kann nicht verstehen, dass du keine Pute braten kannst. Es fällt mir einfach schwer, so nackte Flattermänner anzufassen. Hühner und Puten, das ist so kalt und glitschig. Das fühlt sich so tot an. Tot, hast du gesagt. Gut ausgedrückt. Ich bin froh, dass deine College-Ausbildung nicht ganz umsonst war. Sag, was du willst. Ich fass das Zeug nicht an. Na schön. Du wirst es versuchen müssen. Denn einmal im Jahr wollen wir doch wohl ein festliches und traditionelles Essen machen. Es war schon blöd genug, dass wir beim Erntedankfest nur Lammkoteletts hatten. Für so viel Aufwand habe ich weder Zeit, noch genug Hände, noch genug Kraft. Und die Hauptsache ist eine gute Austernfüllung. Austernfüllung? Sehr richtig. Oh. Deine Mutter machte Austernfüllung, also wirst du auch Austernfüllung machen. Und das ist doch nun wirklich nicht schwierig. Ach ja, wie geht das denn? Woher soll ich das wissen? Also ich werde es versuchen, aber ich garantiere für nichts, gar nichts. Weihnachten war schon immer mein Lieblingsfest. Deine Mutter wusste das und hat sich sehr darum gekümmert. Pa, du hast 34 Mal mit Mami perfekt Weihnachten gefeiert. Diesmal ist sie aber nicht da. Und deshalb wird es diesmal anders sein. Nicht schlechter, nicht besser, nur anders. Ich glaube, es wird besser. Ich werde so viel Putenfleisch essen, wie ich will. Ohne dass deine Mutter sagte, Fred, mäßige dich, das viele Essen ist nicht gut für dein Herz. Vielleicht kriegt es jetzt Arnold auf Spanisch zu hören. Auf Italienisch. Es ist eine Weihnachtskarte gekommen. Ma und Onkel Arnold sind die Feiertage über in Rom. Warum? Glaubt sie vielleicht, der Papst vergibt ihre Sünden? Natürlich wird sie uns fehlen und mir fehlt besonders ihre Hilfe. Mach dir darüber keine Sorgen. Du kriegst alle Hilfe von mir. Ich gehe zum Beispiel nachher gleich den Film für die Kamera kaufen. Was für eine Erleichterung. Ich erspare dir damit mindestens 2 Stunden Schlange stehen. Und ich werde noch etwas tun. Ich werde den Weihnachtsbaum schmücken. Ja, noch eine Last von meiner Seele. Es muss, als wenn das alles so einfach wäre. Vor dem Schmücken muss das ganze Zeug erstmal entwirrt werden. Wieso beklage ich mich überhaupt über zu viel Arbeit? Viel Grund zur Klage hast du wirklich nicht. Die Hauptverantwortung für das Fest trage ich. Ich werde wieder die Weihnachtsgeschichte vortragen. Übernimm dich nicht, sonst fällst du noch um vor Erschöpfung. Hey, wo ist eigentlich der Weihnachtsstern? Ich hatte noch keine Zeit, danach zu suchen. Den hat bestimmt deine Mutter mitgenommen. Hör mal, als Mutter verschwunden ist, trug sie Rock und Bluse. Sie hat bestimmt nicht gesagt, oh, hätte ich doch fast den Weihnachtsstern vergessen. Tag, Bienchen, erzähl mal, wie ist die Probe zum Weihnachtsspiel gelaufen? Nicht besonders gut. Margarete hat mal wieder gesponnen. Jetzt darf sie das ganze Krippenspiel alleine spielen. Was? Das ganze Spiel spielt dieses Mädchen? Margarete spinnt eben ein bisschen. Aha. Sie ist dick wie eine Tonne. Ja. Die ganze Weihnachtsfeier ist dämlich. Oh, ich bin schon sehr gespannt. Ich kann es kaum erwarten. Du kannst nicht kommen. Hm? Es ist grauenvoll. Was denn? Natürlich kommen wir. Ich werde nicht hingehen. Wieso denn das? Wenn Bienchen sagt, die Feier ist dumm und peinlich, dann verspreche ich, wegzubleiben. Wie peinlich kann denn eine Schulaufführung schon sein? Ich habe das Manuskript gelesen, sie hat recht. Und wenn schon, ich gehe hin. Wenn du aufkreuzt, bleibe ich hinter dem Rücken von Margarete. Du brauchst nicht nervös zu werden, du wirst mich gar nicht bemerken. Mami, kommt Papi zum Weihnachtsessen? Ich habe ihn eingeladen, aber er hatte schon mit Freunden etwas ausgemacht, sie gehen Skilaufen. Tut mir leid, Schätzchen. Du weißt ja, ich habe einen Wunschzettel geschrieben. Der Weihnachtsmann kann ihn vergessen, aber er soll dafür Papi schicken. Schätzchen, dein Vater denkt an dich, auch wenn er nicht da sein kann. Es gibt Weihnachten auch ohne ihn. Gibt es nicht. Ich will, dass er hier ist, dann sind wir eine richtige Familie. Bienchen, das Weihnachtsfest wird ganz toll. Verlass dich drauf. Und weißt du auch warum? Deine Mami macht nämlich eine Austernfüllung. Und dein Großvater macht mich noch wahnsinnig. Warte, Schätzchen, jetzt kannst du deinem Opa mal helfen. Hier sind $10. Du gehst jetzt zum Supermarkt, stellst dich in die Schlange und kaufst einen Film. Und wenn du wiederkommst, dann spielen wir beide Weihnachtsschmuck entwirren. Kann
Kann ich dir für die Feier morgen nicht noch irgendwas mitbringen? Nein, es sei denn, du hast irgendwo eine Pute rumliegen. Diana, ich möchte mich noch mal sehr herzlich für deine Einladung zu Weihnachten bedanken. Ich freue mich schon ganz wahnsinnig. Und ich freue mich sehr, dass du kommst, Nils. Was hat dich umgestimmt? Warum fährst du nicht nach Kanada? Naja, meine Eltern wollten eigentlich eine große Weihnachtsfeier machen, aber meine Geschwister haben alle abgesagt. Da wäre ich als einziger übrig geblieben und daraufhin haben sie sich entschlossen, lieber zu verreisen. Ich komme schon drüber weg. Hier, seht mal. Leichtes Gepäck. Wenn ihr verreisen wollt, ohne dass die Klamotten verdrückt werden, nur sowas. Ich möchte wetten, Sie verbringen Weihnachten in Kalifornien. Weihnachten in der Sonne, eigentlich was für Snobs. Mein Sohn und meine Schwiegertochter verbrennen Tannenzweige im Kamin, damit es wenigstens nach Weihnachten riecht. Und meine Enkel warten auf den Weihnachtsmann, nehmen ihm die Geschenke ab und machen Sackhüpfen. Wie schön, aber Sie scheinen nicht viel Freude dran zu haben. Weihnachten ist ausschließlich eine Angelegenheit von Kommerz und Fernsehen geworden. Und die bringen in schöner Abwechslung Krippenspiel und Fußball. Und irgendwann spricht ein hoher Politiker als Weihnachtsmann. Hallihallo, frohe Weihnachten. Oh, Mr. Kramer, guten Tag, frohe Weihnachten. Ich bin Nils Dreiker, Sie haben mich eingestellt, aber Sie werden sich nicht mehr erinnern. Dreiker Nils, Eiko 186, Abitur Magna Cum Laude von der McGill-Universität. Trug zwei verschiedene Socken bei der Vorstellung. Guten Tag, Mr. Kramer. Guten Tag, Diana Petersen. Nett, Sie zu sehen. Wie geht es Ihrer Tochter Sabine? Oh, Sie erinnern sich an meine Tochter. Und Sie wissen sogar noch Ihren Namen. Deshalb ist Mr. Kramer auch so ein ungewöhnlich erfolgreicher Mann. Er beachtet jede Kleinigkeit. Hi, Mr. Kramer. Wer sind Sie? Karin Haag. Ah, Sie sind wohl zu Besuch heute hier, Karin. Ich arbeite hier. Oh, ja gut. Willkommen. Willkommen. Ich bin schon ein ganzes Jahr hier. Und die liebe Edith. Wie geht's Frau und Kindern, Preston? Oh, wundervoll. Alles ist wundervoll. Na, wundervoll. Ich weiß, ihr seid ja alle so fröhlich versammelt, weil ihr euch auf euer Weihnachtsgeld freut. Ich habe die Gratifikation schon angezogen. Ich habe den Anzug gekauft, weil ich weiß, wie großzügig Sie immer Weihnachten sind. Dann werden Sie ihn wieder zurückbringen und wissen, wie leid es mir tut. Ich wünschte, Sie hätten mir das gesagt, bevor ich mir vorhin ein paar Würstchen spendiert habe. Tja, es tut mir leid, aber die Geschäfte gehen schlecht. Und da ist leider nichts mehr übrig zu Weihnachten. Aber trotzdem, ganz mit leeren Händen wollte ich doch nicht kommen. Bitte. Willst du zu Weihnachten dich laben, dann musst du Bernies Truthahn haben. Vielen Dank. Frohe Weihnachten. Innerein. Wie scheußlich und wie kommen die da überhaupt rein? Nun sag schon, was ich so Schlimmes gemacht habe. Hm? Ich habe ein paar Fotos von eurer Aufführung gemacht. Bring mich um. Ganz gute Idee. Sabine, du warst da? Was denn sonst? So, jetzt komm mal her, junge Dame, und sieh mir in die Augen. Sag mal, was ist denn schon so schlimm daran, dass dein Opa ein bisschen stolz auf dich ist? Ich hatte in meiner Rolle zu sagen, Mäh, Mäh, ich bin ein kleines Schaf. Mäh, Mäh, klein Jesulein, jetzt schlaf. Aber er hat mich gestört. Ich konnte dem dritten Weisen nicht das Stichwort geben. Du hast meine Karriere ruiniert, Opa. Wenn er schon ein weiser Mann ist, wozu braucht er ein Stichwort von einem Schaf? Hast du jetzt endlich den Weihnachtsstern gefunden? Ich suche gerade nach ihm. Mami, ich habe über etwas nachgedacht. Ich habe eine gute Idee. Du brauchst mir überhaupt nichts mehr zu schenken. Nicht zu Weihnachten, nicht zu meinem Geburtstag und auch nicht zu meiner Hochzeit. Du sollst nur Papi nach Hause bringen zu Weihnachten. Schätzchen, erinnere dich bitte an unser Gespräch. Dein Papi wohnt nicht mehr hier. Aber es wird trotzdem schön. Und wenn er vom Skifahren zurückkommt, dann feiert ihr beide zusammen Weihnachten. Danke. Aber ich möchte nur ein Weihnachten haben und ist dafür richtig. Was ist denn das?
Austernfüllung. Deine Mutter hat es aber anders gemacht. Es sind ja gar keine Austern drin. Würdest du bitte deine Nase nicht in meine Töpfe stecken? Sag mal, du machst doch nicht etwa das Essen mit Gummihandschuhen. Dann schmeckt die Pute wie ein alter Fahrradreifen. Das wird eine schöne Bescherung. Bienchen ist sauer, weil ihr Vater nicht da ist. Du bist sauer, weil Mutter nicht da ist. Und ich mache euch inzwischen überhaupt nichts mehr recht. Das ganze Theater steht mir bis hierher. Nun gut, okay? Nun gut, ich sag nichts mehr. Prima. Ich behalte meine Gedanken für mich. Großartig. Recht. Gut, ich werde überhaupt kein einziges Wort mehr zu dir sagen. Wie schön. So frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. So Mist. Kannst du Hilfe brauchen? Ja, schick mir bitte 12 Leute. Warum ist denn dein Bruder mit seiner Frau nicht nach der Kirche vorbeigekommen? Sie feiern mit Pollys Verwandtschaft dieses Jahr. Nächstes Jahr sind sie wieder bei uns. Es ist schade, dass wir nicht alle zusammen sein können, aber manchmal müssen sich Familien eben trennen. Was hast du? Was ist los? Familien sollten zusammen sein an Weihnachten. Meine Familie sitzt jetzt beim Essen in Nebraska. Sie sitzen am Tisch mit Bert. Wer ist Bert? Er ist in diesem Jahr das Hauptgericht. Ich habe ihn aufgezogen, als er noch ein ganz kleines Küken war. Bert ist ein Puter? Ja, aber er hat es nie gewusst. Er dachte immer, er wäre ein Hund. Diana, ich muss dich etwas fragen. Nicht jetzt gerade, ich muss jetzt Karin trösten wegen Bert. Bert, der Putenhund. Genau. Ich sah etwas unter dem Weihnachtsbaum mit dem Namen Nils drauf. Was ist das? Es könnte sein, dass es sich um ein Geschenk handelt. Oh, das wäre doch nicht nötig gewesen, aber es freut mich riesig. Was ist es? Wie kannst du über Geschenke reden in einem Augenblick, wo Bert zerstückelt wird? Ist es vielleicht ein Taschenrechner? Nein. Na komm schon, Diana. Ich sag dir auch, was ich dir schenke. Das interessiert mich nicht. Schon gut. Ich schenke dir ein Parfum. Was auch immer. Ich sage nichts. Oh, ich weiß. Es ist der Affe, den ich gerne haben wollte. Meine sind Socken. Oh. Ja, das ist auch gut. Socken sind viel leichter zu pflegen als Affen. Andererseits, Affen muss man nicht stopfen. Hä? Kann ich mein Essen aufs Zimmer haben? Auf gar keinen Fall. Aber wenn kein Mensch zu Tisch kommt, was soll ich denn da alleine rumsitzen? Na, dein Großvater sitzt doch am Tisch. Du meinst sicher diesen älteren Herrn, der alle Oliven und Selleriestangen aufisst. Sabine, rede nicht in diesem Ton von deinem Großvater. Hier, trag das mal ins Wohnzimmer, aber stell es nicht in seine Nähe. Ich wüsste gern, was mein Großvater jetzt gerade macht. Ist er nicht gerade in Nebraska ein Stückchen Bert? Nein, er ist im Himmel. Karin, wirst du jetzt wieder weinen? Nein, ich glaube nicht. Gut. Jetzt bin nämlich ich an der Reihe. Bienchen, ist nicht die ganze Dekoration auf. Mama, mach die Tür auf. Was machst du denn hier? Psst, das ist deine Überraschung für Bienchen. Oh, 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 du kleiner Liebling, was wünschst du dir denn zu Weihnachten? Mach die Tür zu, Onkel Walter, es ist eiskalt. Wieso kommst du her? Du weißt doch, dass ich hier der Weihnachtsmann bin. Ich bleibe ja nicht. Ich habe nur angehalten, um ein paar Geschenke abzugeben. Oh, gleich zwei Weihnachtsmänner. Wo ist Diana? Sie sitzt in der Küche und weint.
Dann geh zu ihr und bring sie wieder zur Vernunft. Vielleicht will sie alleine sein. Hör, wenn man dir was sagt, geh in die Küche und sprich mit ihr. Schon gut. Aber es ist erstaunlich, wie wenig Respekt einige Leute vor dem Weihnachtsmann haben. Ho, 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 hereinspaziert und willkommen in der kleinen, entzückenden Gesellschaft. Sollten Sie nicht in einem Warenhaus auftreten? Sollten Sie nicht bei Ihrer Familie antreten? Ich bleibe hier. Die Maschine war überbucht. Schade, aber Sie wollten Ihre Familie ja sowieso nicht so gerne sehen, oder? Wer erzählt denn sowas? Meine Familie nicht sehen wollen zu Weihnachten? Meine süßen kleinen Enkelchen? Die werden mir sehr fehlen. Meine Familie fehlt mir auch. Mir fehlt mein Papi. Und mir fehlt der Alt. Jetzt hört aber auf, alle miteinander. Es ist Weihnachten und wir werden es genießen und uns freuen, ob es euch passt oder nicht. Alter, geh wieder ins Wohnzimmer. Wieso denn? Du hast mich doch in die Küche geschickt. Und jetzt schicke ich dich wieder ins Wohnzimmer. Wann hörst du endlich auf, mich rumzukommandieren? Wenn du älter bist. Wie alt? So alt wie ich. Für dich ist es dann zu spät. Jetzt langt's aber. Du gehst sofort zurück ins Wohnzimmer. Oder du darfst zur Strafe nicht zuhören, wenn ich die Weihnachtsgeschichte vortrage. Ich gehe ja schon. Na, mein Kind. Da draußen sind eine Menge Leute. Sogar Edith ist gekommen. Sie hat keinen Flug mehr gekriegt. Es wäre ganz reizend von dir, wenn du unsere Gäste wenigstens begrüßen würdest. Diana. Ich denke, du sprichst nicht mehr mit mir. Das mache ich auch nicht. Aber jetzt könnte ich wieder. Warum? Hast du noch irgendwas vergessen, was du an mir kritisieren möchtest? Du hast mich wirklich tief getroffen. Ich war so beschäftigt mit meinen eigenen Gefühlen. Ich habe gar nicht gemerkt, wie ich auf dir rumgetrampelt bin. Ich vermisse Mama auch. Sie hat nicht nur dich verlassen, sie hat uns alle verlassen. Ja. Und ich habe so getan, als ob sich durch ihr Verschwinden nichts geändert hätte. Aber ich glaube, ich kann mich nicht gut verstellen. Ich hatte Unrecht. Es tut mir leid, mein Herz. Na, das ist ja ein Ding. Du gibst zu, dass du Unrecht hast? Das hast du ja noch nie getan. Ich war ja auch vorher noch nie im Unrecht. Ich glaube, du denkst das wirklich. Naja, einmal hatte ich schon Unrecht. Wann? Gestern, als ich sagte, ich wollte unbedingt Austernfüllung. Diana, das war das beste Essen, an das ich mich erinnern kann. Essen? Polly wird mich umbringen, ich habe sie nicht angerufen. Ach, Walter, du bist jetzt 5 Stunden hier. Würde sie dich vermissen, hätte sie angerufen. Und ich denke, jetzt ist es Zeit, dass ich euch die Weihnachtsgeschichte vortrage. Ich warte das ganze Jahr auf den Moment, es ist wunderbar. Es war wirklich ein unglaublich gutes Essen, Diana. Oh, Kinder, bin ich satt. Oh. Für dieses Jahr, Kinder, ist eine andere Geschichte besser angebracht. Ich erzähle euch die Geschichte vom 4. Weisen aus dem Abendland. Ach, na los. Wolltest du nicht gehen? Ich bin schon ruhig. Na gut. Mein Ur-Ur-Ur-Urgroßonkel mit Namen Ignatius Benjamin Douglas, das war in Wirklichkeit der 4. weise Mann. Soviel ich weiß, kommt er aber in der Weihnachtsgeschichte nicht vor. Ich dachte nur... Und mein Ur-Ur-Ur-Urgroßonkel hatte eine wunderschöne Tochter. Eine große Dame und eine große Köchin. Und außerdem war da noch eine niedliche kleine Enkeltochter mit lustigen Zöpfen. Sie war sehr fotogen und einsichtig. Und was war mit seinem Sohn? Hat er keinen Sohn? Oh. Onkel Ignatius hatte natürlich auch einen Sohn. Und wie war der? Er war nett und neugierig. Schon gut, ja. Und wie war der Vater von dem kleinen Mädchen? Tja, weißt du, der Vater von der Kleinen trat in der Geschichte eigentlich sehr wenig in Erscheinung. Aber das Mädchen hatte eine Mami und mit der war sie sehr glücklich, die kleine Maus. Und diese Mami hatte auch noch einen Vater und mit dem war sie auch sehr glücklich. Und der Vater hatte seine Familie.
die ihn ganz kolossal glücklich machte. Und manchmal braucht man gar keine Familie, um eine Familie zu sein. Nicht schon wieder. Ich kann nichts dafür. Es ist nur die Geschichte. Diese Geschichten haben das in sich. Edith, vermisst du deine Enkelkinder sehr? Sehr, ich muss dir sagen, wirklich sehr. Naja, dann tu doch so, als ob ich dein Enkel wäre, ich meine für heute. Ah, du hast den Weihnachtsstern gefunden. Ja. Hast du denn je an mir gezweifelt? Tief in meinem Herzen, niemals, mein Schatz. Na los, Bienchen, du darfst den Stern auf die Baumspitze stecken. Nein, nein, ich glaube, wir brauchen keinen Stuhl. Du hältst den Stern, ich heb sie hoch und du machst den Stern oben fest, ja? Das kann sie schon. Also rauf mit ihm, Schätzchen. Wunderbar, was für ein Mädchen, na? Ist er nicht hübsch? Ein prächtiger Stern. So. Also dann, alles fertig. So, jetzt wird es feierlich. Achtung. Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, einsam war, nur das laute, hochheilige war. Love.